Herr Präsident, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich hatte gestern auch ein Werkstattgespräch zu Religion und Politik. Wollen wir dazu auch bald mal eine Aktuelle Stunde machen? Ich weiß nicht, was haben Sie nichts zu tun, dass Sie jetzt, wenn sich mal jemand trifft und was zu besprechen hat, dann hier uns alle aufhalten müssen, damit dass wir jetzt hier Aktuelle Stunden machen? Den Eindruck hat es auf mich. Wissen Sie, die CDU hat hier was zu klären. Das kommt in den besten Parteien vor. Und sie macht es so, dass sie sich da zurückzieht, dass sie ihre Experten zusammentrommelt, dass sie sogar Leute von außen hinzunimmt, dass sie sich den Spiegel vorhalten lässt. Und das finde ich eigentlich eine gute Vorgehensweise. Umgekehrt, wenn ich mir Sie anschaue, bei Ihnen ist das Weltbild einfach geschlossen, es ist einfach dunkel und fertig, und abweichende Meinungen werden nur mit Verschwörungstheorien begegnet. Das kommt dann in den schlechtesten Parteien vor, meine Damen und Herren von der AfD. Vielleicht ist Ihnen aufgefallen, dass die SPD jetzt nicht eingestiegen ist auf alles, was die CDU in irgendwelchen Gesprächen gerade berät. Und das wollen wir auch weiter so halten, weil es ist ja völlig unbenommen, dass die CDU Dinge berät, so wie das alle Parteien hier in diesem Haus auch machen können. Für uns zählt der Koalitionsvertrag. An dem wollen wir konsequent und in der Sache hart arbeiten. Und dann werden wir den Problemen, die wir in diesem Land haben, auch gemeinsam Herr werden. Das ist unsere feste Überzeugung. Und ansonsten wollen wir über die wichtigen Themen reden. Und da sage ich mal in dieser Woche als ein Beispiel: Wir wollen, dass Menschen, die in diesem Land hart arbeiten, Kinder erziehen, ihre Eltern pflegen, dass die am Ende nicht zum Staat müssen, um ihre Rente aufzustocken. Deswegen ist die Grundrente ein wichtiges Thema. Und das, was Sie hier mit Werkstattgesprächen plötzlich in diesen Deutschen Bundestag zaubern, ist kein relevantes Thema. Jetzt gibt es diesen Satz: Sie beanspruchen, dass er für sich 2015 dürfe sich nicht wiederholen. Diesen Satz, den trage ich ausdrücklich mit. Aber Sie werden merken, dass ich da ein bisschen ein anderes Verständnis von dem habe. Es geht nämlich nicht nur darum, dass sich die Dinge bei uns nicht wiederholen. Ja, natürlich. Wir wollen nicht, dass so viele und auf einmal und unkontrolliert und so weiter. Dafür haben wir eine Menge Gesetzesvorhaben hier durch den Deutschen Bundestag gebracht und an vielen Verwaltungsebenen gearbeitet, dass das sich nicht wiederholt. Aber wir haben im Jahr 2019 68 Millionen Flüchtlinge und wir hatten im Jahr 2015 65 Millionen Flüchtlinge. Das heißt, das Jahr 2015 wiederholt sich jeden Tag, nur nicht bei uns. Und es ist unsere Verantwortung, dass wir weltweit an Bedingungen arbeiten, damit sich dieses Jahr 2015 nicht wiederholt, im Sinne der Menschen, die davon betroffen sind. Es geht also auch um eine internationale Verantwortung. Und das ist unser Verständnis von diesem: Das Jahr 2015 darf sich nicht wiederholen. Wir haben also bleibende Aufgaben. Aber wir haben auch schon viel erreicht. Und dass wir viel erreicht haben, das beweist ausgerechnet die AfD-Fraktion an diesem Tag heute. Ja, wissen Sie was? Na, jetzt passen Sie mal auf. 19.05 Uhr hatten Sie nämlich was beantragt. Sie hatten beantragt einen Antrag, der hieß: Leerstehende Flüchtlingsunterkünfte für Obdachlose freigeben. Also gibt es einen besseren Beweis, dass wir die Lage wunderbar in den Griff bekommen haben, weil wir die ganzen freistehenden Flüchtlingsunterkünfte jetzt für Obdachlose verwenden können? Das ist Ihnen dann anscheinend auch aufgefallen, denn jetzt steht plötzlich in der Kurzübersicht: Dieser Tagesordnungspunkt wird abgesetzt. Liebe AfD, Eigentor, kann ich dazu nur sagen. Und vielleicht mal noch abschließend an dieser Stelle, weil nämlich dieser Tagesordnungspunkt abgesetzt worden ist. Sie sagen, wir sollten jetzt etwas für Obdachlose tun und nicht für Flüchtlinge. Ich habe in meinem politischen Leben vor allem auf der kommunalen Ebene zum Beispiel einen Tafelladen gegründet. Ich habe eine Beschäftigungsinitiative gegründet. Ich habe eine Bürgerstiftung gegründet. Ich habe eine Weihnachtswunschaktion initiiert, damit Eltern, die kein Geld haben, ihren Kindern auch was unter den Weihnachtsbaum legen können. Wissen Sie, wen ich da nie getroffen habe, wenn ich was für die Leute hier machen wollte? Solche Leute wie Sie. Das ist eine reine Heuchelei, was Sie hier vorführen. Und heute ist es mal wieder deutlich geworden. Vielen Dank, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Kollegin Ulla Jeltke hat das Wort für die Fraktion Die Linke.